Ja, lieber Jens, ich sehe, du hast einen strategischen Vorteil im Homeoffice, deine Kapuze. Frisur. Die Meine wächst nicht Frisur, so, also explodiert nicht so wie meine. Insofern, ich habe die Befürchtung, beim nächsten AKK-Meeting sehe ich ich finde, hier steht das so gut. aus, dass mich keiner mehr sehen will. Der Da sollten steht wir wieder auf richtig gut. Podcast-Format wechseln. Aber hier unten kürzt du es selber, oder wie? Hier, Ne, weil das habe ich hast jetzt du ein einen Kopf bisschen gekriegt. wegge. Dafür wächst bei dir im Gesicht alles. Insofern hoffen wir, dass bald die Friseure wieder aufmachen. Darauf können wir uns doch schon mal Wohl einigen, oder? wahr, wohl wahr. Ansonsten entnehme ich deinen Texten, dass du wieder in Hab-Acht-Stellung bist und große Sorgen hast vor den Mutationen, die jetzt nach Deutschland drängen. Weiß nicht, gibt es welche? Man weiß es ja nicht. Die Deutschen sind ja nicht in der Lage, das zu testen. Das ist Deswegen schon mal ein weiß Vorteil. man Wenn man nicht. nicht testet, hat man auch keine Ja, Mutation. genau. Das ist so ein bisschen wie mit den Grippewellen früher. Wenn man nicht wusste, dass man es hat, dann ist es, als wäre es nicht da. Was übrigens auch ganz amüsant ist, denn es gibt ja wohl auch Mutationen im osteuropäischen Raum, die aber kein Mensch irgendwie untersuchen kann, weil nicht sequenziert wird. Ja, also das finde ich auch wiederum. Also das ist wieder ein Punkt der vielen Punkte, die in letzter Zeit so auffallen, wo Deutschland doch echt deutlich schlechter dasteht, als man das immer so gedacht hat im vergangenen Sommer. Da haben wir alle gesagt, Deutschland steht so gut da. Und ich muss sagen, also mittlerweile in den letzten Monaten zeigt sich da ein ganz anderes Bild. Oder wie siehst du das? Da haben wir einen absoluten Konsens. Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, inzwischen fast erschüttert, wenn ich sehe, dass wir immer noch nicht in der Lage sind, in einer Pandemie, die jetzt ein Jahr währt, am Wochenende durchzuarbeiten, die Gesundheitsämter zu ertüchtigen, dass die aktuellen Werte rausgegeben werden, sodass wir jedes Mal wieder wie Ochs vorm Berg stehen und sagen, ja, zählt jetzt nicht so, wir müssen erst mal abwarten, was in den nächsten Tagen kommt. Oder die Weihnachtspause, die bis Ende Januar dauert. Da fragt man sich schon, wie gefährlich ist diese Pandemie, wenn man das nicht mal irgendwie in den Griff bekommt. Ja, das ist ja ein wesentlicher Punkt, wo sich gezeigt hat, wie schlecht wir dastehen, die Digitalisierung, auch an den Schulen, was ja eigentlich heute unser Thema wahrscheinlich sein soll, über das wir gleich nicht so gleicher Meinung sind wie bei dem anderen Thema eben. Digitalisierung ist ein ganz großes Problem in allen Bereichen. Und bei der Schule zeigt sich das eben auch ganz besonders. Heute wieder irgendwelche Server abgestürzt. Funktioniert, bei manchen funktioniert es mal gut, aber bei ganz vielen funktioniert es einfach nicht richtig. Und das kann eigentlich auch nicht sein, ein Jahr nach Beginn der Pandemie. Nee, das kann nicht sein. Und dann kommen wir, glaube ich, gleich schon zu dem Punkt, wo wir einen Dissens haben. Denn wir begründen ja unsere Politik, die jetzt wieder Kitas und Schulen über Wochen schließt, damit, dass halt das Infektionsgeschehen so dramatisch ist. Aber am Ende des Tages wissen wir verdammt wenig, um diese Entscheidung zu treffen. Das glaube ich nicht. Wir wissen mittlerweile schon relativ sicher, dass Kinder und Jugendliche sich nicht großartig unterscheiden von Erwachsenen, was die Infektiosität angeht. Also sie stecken sich genauso schnell an und sie geben es letztlich auch genauso weiter. Wahrscheinlich nicht Sagen deutlich. deine Studien, die du am liebsten zitierst. Es ist ja so, wie immer in diesem Virusgeschehen, dass jeder sich die Studien raussucht, die seiner eigenen Theorie und These entsprechen. Es gibt Naja, natürlich auch viele Studien, die genau das Gegenteil aussagen, gerade bei kleineren Gruppen. ja, aber da muss man wirklich vorsichtig sein. Da gibt es dieses Problem des False Balancing im Journalismus immer, dass man sich dann sozusagen noch eine Gegenstudie sucht, die aber von 99% der Experten gar nicht ernst genommen wird. Wir haben ja zum Beispiel die Studie, die du mir jetzt kürzlich geschickt hast, ist eine, die sich auf RKI-Daten bezieht. Drei Studien habe ich dir geschickt. Ja, genau. Und die eine, die ich meine, bezieht sich auf RKI-Daten. Das RKI hat natürlich wenig Daten zu Ansteckungen von Kindern und Jugendlichen in Schulen. Das liegt aber vor allem daran, dass an Schulen überhaupt nicht systematisch getestet wird. Und die Untersuchungen, die es gab, zum Beispiel in Bayern, 12.000 Kinder untersucht, haben sie festgestellt, es gab sechsmal so viele Infektionen bei Kindern und Jugendlichen, wie bekannt waren. Das entspricht dem, was wir seit langer, langer Zeit wissen, nämlich, dass Kinder und Jugendliche oft asymptomatisch sind oder geringe Symptome haben. Das heißt aber nicht, dass sie nicht sich infizieren. Und dann am Ende stecken sie ihre Eltern an zu Hause. Und dann haben wir diesen Fall von, die meisten Ansteckungen gibt es ja im Haushalt, bei denen weiß man gar nicht, wo die herkommen. Tja, Ja, das ist eines ja, der von den Probleme, Kindern aus den Schulen. dass wir immer noch nicht in der Lage sind, überhaupt nachzuvollziehen, wo die Infektionen stattgefunden haben. Und deshalb sind wir auch nach einem Jahr immer noch, irren wir durch einen Nebel und ahnen, es könnte das vielleicht sein, es könnte das sein, aber wir wissen es nicht. Vielleicht auch, weil wir es gar nicht wissen wollen. Und ich finde, Ja, den Preis, den wir zahlen, damit wir jetzt mal zum Thema kommen, ja. den Preis, den wir zahlen, dass wir aus diesem Unwissen heraus die Bildungseinrichtungen zusperren, ist einfach zu hoch. Also es geht ja auch gar nicht ums Zusperren. Ich sag mal so, man muss mit der Realität arbeiten. Man muss so viel sich von der Realität angucken, wie man eben zu sehen bekommt. Und dann muss man mit dieser Realität arbeiten. Was aber passiert ist, was auch in der Schulpolitik passiert ist, und zwar bundesweit bei der ganzen Kultusministerkonferenz, die wollten bestimmte Sachen nicht wahrhaben. Es gab Da zum stimme ich dir zu. Beispiel,
Es gab zum Beispiel in Hamburg, Ende September war der Schulbehörde bekannt, dass sich bei diesem ersten großen deutschen Schulausbau an der Heinrich-Hertz-Schule mindestens 25 Menschen, fast ausschließlich Schüler, bei einer Person angesteckt haben. Daher wusste man also, okay, wir haben mal gedacht, im Sommer an Schulen gibt es gar keine Infektion. Du erinnerst dich an die Island-Studie, die hast du auch zitiert. Da passiert eigentlich gar nichts. Da wusste man, nein, es ist falsch. An Schulen kann das genauso ein Superspreader-Event geben wie woanders. Also müssen wir die Schulen auch behandeln wie alle anderen Bereiche. Abstand, Maske, Hände waschen. So. Man hat aber als Kultusministerkonferenz sich hingestellt und gesagt, Abstand geht nicht in Schulen. Maske nicht zumutbar. Das musst du mir mal erklären, mit welcher Rationalität man sowas begründen kann. Da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Das will ich auch kritisieren. Also ich finde es ja auch nicht gut, wie alles gelaufen ist. Ich bin jetzt nicht der Verteidiger dieser Augen zu und durch Politik. Aber das war die Politik. Und das, wenn ich das noch hinzufügen darf, das hat dazu geführt, anstatt dass man eben notgedrungen hat, Klassen halbiert, dass man sich anguckt, welche Kinder können doch ganz gut zu Hause lernen, bei welchen ist das nicht möglich. Wie können wir das irgendwie den Schulunterricht so gestalten, dass wir Abstände einhalten und dass wir Aha-Regeln anwenden und Digitalisierung forcieren. Stattdessen hat man genau, was du eben gesagt hast, Augen zu und durch, das geht so. Und der Hamburger Schulsenator hat sich noch im Oktober hingestellt und die Empfehlungen des RKI als sehr seltsam bezeichnet. Also wenn sich Geisteswissenschaftler dann über die Epidemiologen und Virologen erheben, dann wird es schwierig. Gut, das erleben wir in dieser Pandemie eigentlich permanent. Was ja, das ist wirklich unser Problem. Relevanter finde ist, du hast ja die Studie schon angesprochen, Heinrich-Hertz-Schule. Da gab es ein Infektionsgeschehen. Das will ich auch gar nicht leugnen. Das Interessante ist aber, dass natürlich die Heinrich-Hertz-Schule interessanterweise nicht überall ist. Denn die, die gesagt haben, Schulen sind gefährlich, hätten ja eigentlich dann auch viele weitere Schulen ausmachen müssen, wo es solche Infektionsgeschehen gibt. Und der Heinrich-Hertz-Fall war ja so spektakulär, dass auch Christian Drosten es zum Anlass genommen hat, mit dieser Schule nachzuweisen, wie gefährlich Unterricht ist. Gut. Was mein Punkt ist, und das finde ich wirklich wichtig, es ist auf jeden Fall so, dass es ein gewisses Risiko gerade bei den älteren Schülern gibt. Ich aber sage, die Kosten, die wir dafür akzeptieren, dass wir die Kinder nicht mehr in die Schule schicken oder Jugendlichen oder quasi per Internet versuchen zu beschulen, das weißt du als Vater, das weiß ich als Vater, ist natürlich nur ein Witz. Das ist ein Prozentsatz im einstelligen Bereich, was die Kinder da lernen. Und diese Kosten halte ich für zu hoch im Sinne einer Pandemiebekämpfung. Ja, das sehe ich auch so. Das ist ganz schwierig. Das ist wirklich ganz schwierig. Aber zu deinem ersten Punkt. Es gab in Hamburg drei große Ausbrüche, die bekannt sind. Und es gab dreimal große Massentestungen. Nämlich Schule auf der Veddel, da waren fast 100, ein paar 90 Menschen infiziert. Das halbe exakt. Aber alles Ältere, ne? Muss man also nein, auch. Nein, ja, nicht es nur. Es waren also keine Grundschulen betroffen, keine Kitas. Ja, das doch, es war auch teilweise Grundschulen betroffen. So ist das auch, eben auch nicht. Ja, aber Einzelfälle. Das ist jetzt ein Rückzugsgefecht. Nein, überhaupt nicht Rückzugsgefecht. An der Schule auf der Veddel gab es fast 100, es gab an der Ida-Ehre-Schule 55. Das sind die drei Schulen, an denen wirklich flächendeckend getestet wurde. An den anderen Schulen wurde nicht getestet. Und siehe die München-Studie, wer nicht testet, findet auch nichts. Deswegen ist seine Argumentation, naja, woanders gab es ja nicht, die ist falsch. Es gibt sicher sehr, sehr viele Bereiche, wo es zu Infektionen kommt. Mein Problem ist, wir haben nicht ausgemacht, wo es stattfindet. Und wir machen dann nicht die Taktik, dass wir quasi auf das Problem reagieren, sondern mit dem ganz großen Vorschlag haben wir alles niederschlagen, wo es eventuell eine Infektion geben könnte. Und das wird uns Kosten einbringen. Es gibt ja jetzt auch diese Studie, du hast sie wahrscheinlich gelesen, auch wenn ich jetzt die 3,3 Billionen nicht unbedingt teile. Aber die Kosten, die das auslöst, was wir gerade durchexerzieren, werden so elementar hoch sein, dass wir uns in 3 oder 4 Jahren fragen, ey, warum haben wir eigentlich die Schule zugemacht? Nee, glaube ich nicht. Also weil wenn wir die Schulen sozusagen von Anfang an darauf eingestellt hätten, in all den Monaten, wo man wusste, es kommt eine zweite Welle, beziehungsweise da kommen wir dann zu einem grundsätzlichen Problem. Diese ganzen Diskussionen, nö, es wird keine zweite Welle geben. Ich glaube, das hast du auch vertreten, das hat Streeck vertreten. Ja, habe ich nicht vertreten. Alle. Ich nicht. Okay, aber es gab viele Leute, die sagten, nö, gibt's keine. So dieses im Sommer haben wir gesagt, ist quasi vorbei. Es wurden die Warnungen der Wissenschaftler, der wirklich renommierten Wissenschaftler in dem Bereich, einfach nicht ernst genommen, ja, weil man dann diskutiert hat über alles Mögliche hin und her, ja und nein. Die asiatischen Staaten haben gesagt, das ist ein Virus, damit ist nicht zu spaßen, fertig, aus. Und da gehen wir gegen vor. Und zwar so dezidiert, hart, hit hard and hit early, hat gestern der Uwe Janssens gesagt, der
der Infektiologe bei Anne Will. Man muss auf solche Sachen schnell und hart reagieren, dann kriegt man sie auch in den Griff. Wir haben immer geeiert hin und her. Er hat das verglichen mit zu wenig Antibiotikum geben. Dann wirst du, so geht es dir ein bisschen besser, danach kommt es mit Macht zurück und die Bakterien sind immun. Und dann hast du das Problem. Ein schönes Bild, finde ich auch. Und ich teile auch deine Analyse, dass wir wirklich einige Fehler gemacht haben, gerade im Sommer, irgendwie des Nichtstuns. Ich halte es nur für, also was ich elementar finde, ist die Frage, wann schließen wir Schulen? Ich bin der Meinung, wir schließen die Schulen als Letzte. Und wenn es um irgendwelche Öffnungsdebatten geht, dann müssen wir die Schulen als Erste öffnen. Wir müssen da auch bereit sein, wenn wir uns Risiken und Nebenwirkungen angucken, dass die Nebenwirkungen inzwischen größer sind als die Risiken. Nein. Dann guck dir mal die Inzidenzen. 1000 Tote am Tag. Ja, woran liegt denn das? Das liegt daran, dass wir die Altersheime nicht schützen. Wir haben die höchsten Inzidenzen bei Menschen über 80. Die sind höher als bei den 15- bis 34-Jährigen. Ja, auch Menschen, oder? Natürlich sind das auch Menschen. Aber es zeigt ja, dass wir ein massives Problem haben, nicht in den Schulen, sondern im Schutz der Alten- und Pflegeheime. Ja, aber da haben wir auch im Sommer des Nichtstuns viel zu wenig Kraft drauf verwendet. Was können wir tun, um das Virus aus Alten- und Pflegeheimen fernzuhalten? Ja, da gebe ich dir recht. Das ist sicher so. Andererseits hat man überall gesehen, auch in deinem Lieblingsbeispiel Schweden, wo das auch nicht so gelaufen ist. Eigentlich hat man es nirgends auf der Welt geschafft, dieses Virus aus den Pflegeheimen fernzuhalten, wenn es überall grassierte. Das liegt einfach daran, dass Pfleger da reingehen und arbeiten und die feiern eine Party und das kann man denen ja auch nicht verbieten, beziehungsweise also die bewegen sich überall in der Welt. Das ist ganz schwierig. Deswegen sind die Länder erfolgreich, die dieses Prinzip Zero Covid verfolgt haben, was jetzt auch bei uns propagiert wird. Also das Ding so klein wie möglich halten und dann hast du wieder ein vernünftiges Leben. Dann kannst du die Schulen aufmachen, dann kannst du die Gaststätten aufmachen, alles. Wir sind immer am Eiern. Eier vor und zurück, vor und zurück und diskutieren jeden Schritt einzeln. Und am Ende hat sich ja gezeigt, dass der gesamte Westen sich da echt entzaubert hat in der Art, wie er mit solchen Problemen umgeht. Aber Zero Covid ist ja nicht ernsthaft irgendwie eine Alternative für einen demokratischen Rechtsstaat. Wenn du das quasi durchsetzen willst in Mitteleuropa, dann musst du erstmal irgendwie eine Mauer bauen um Deutschland herum. Nein, es geht um das. Und dann ein Verfolgungssystem initiieren, was wirklich jeden letztlich untersucht. Und Quarantäne natürlich, auch da machen wir viel zu wenig, quasi verpflichtend anordnet, viel mehr testet. Also Zero Covid halte ich für unser Land für völlig utopisch. Naja, also man muss doch sagen, dass diese Idee mit diesem Flatten the Curve, das wusste man damals nicht, damals klang das vernünftig, dass es im Nachhinein dazu geführt hat, dass wir halt ständig auf diesem Niveau sind, so hoch runter, so eine Achterbahnfahrt auf viel zu hohem Niveau, mit vielen Toten, mit totalen Beschränkungen, mit der Wirtschaft, der es schlecht geht dabei, während Staaten, die dieses Ziel, das ist ja nur ein Ziel, verfolgt haben, das Virus wirklich wegzukriegen, das kriegt man natürlich nicht vollständig weg, aber wirklich das Ziel, so wenig wie möglich und wenn irgendwas ist, zack, dann sofort hin und die Leute in Quarantäne bringen. Mit dem Ziel ist man besser gefahren, nicht mit diesem. Im Herbst wäre das vielleicht die richtige Strategie gewesen. Da haben wir die Dinge viel zu lange laufen lassen. Das stimmt und das würde ich auch selbstkritisch sagen. Da habe ich ja auch gedacht, warum jetzt ein Lockdown? Da hatte wahrscheinlich Angela Merkel recht, rechtzeitig zu sagen, wir müssen jetzt was tun, als es noch 3 Wochen laufen zu lassen. Angela Merkel hatte immer recht bei dieser ganzen Geschichte. Also was heißt vielleicht nicht immer, aber sie hatte... Naja, ob sie immer recht hatte, das möchte ich jetzt auch mal in Frage stellen, denn dann hätten wir nicht die Werte, die wir jetzt beide zu Recht beklagen. Denn wir haben inzwischen Todesraten, wir mokieren das über die USA, haben aber vergleichsweise mindestens genauso viel. Ja, da sind wir einer Meinung. Natürlich, jetzt ist die Frage, also der Janssens gestern bei Arne Will hat das verglichen mit einer Chefärztin und 16 Assistenzärzten, die drumherum stehen oder Oberärzten oder was weiß ich, um einen Patienten und jeder macht, der gibt ein bisschen Antibiotikum, der ein bisschen weniger, der will so, der will das und irgendwann rennt ja der Patient weg, hat er gesagt. Analogie dazu, die Deutschen verlieren gerade das Vertrauen in die Regierung, wie die neuesten Umfragen zeigen. Sie ja, nicht lange die Deutschen, guck dir an, was in Holland passiert ist. Also die Menschen verlieren auch die Geduld und das Verständnis für alle Maßnahmen und das ist halt das Nächste, was uns an Kollateralschäden droht. Wenn wir jetzt so weitermachen, dass wir nämlich wirklich große Teile der Bevölkerung verlieren. Ja. Und dann sind die Folgekosten von Covid-19 exorbitant höher als das, was wir derzeit sehen. Naja, ich wäre da echt immer vorsichtig. Also es gibt ja auch viele Experten, ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt, Schmidt-Chanasit zum Beispiel, die am Anfang gesagt haben, wir brauchen eine Durchseuchung. Und das war zum Beispiel auch schon ein ganz, ganz, im Nachhinein zumindest muss man sagen,
wirklich absurdes Vorgehen. Wenn wir haben auch, und dann gab es die Leute, die ganze Zeit gesagt haben, das ist ungefähr, die Sterblichkeit ist wie bei der Grippe. Mittlerweile weiß man, es ist 10-mal höher. Wir haben eine hohe Übersterblichkeit. Also Drosten hat nochmal gesagt, 1,1 wird ungefähr die Infektionssterblichkeit sein. Bei der Grippe ist es noch weniger als ein Zehntel davon. Wenn du eine Durchseuchung von 83 Millionen machst und 1,1, also hast du ja fast 1 Million Tote. Das kann man nicht allen Ernstes. Das will keiner. Und ja, dann müssen wir alles tun, um das zu verhindern. Aber wir müssen auch natürlich ein bisschen die Realitäten sehen. Und zum Beispiel ist auch das Durchschnittsalter der Toten weiter gestiegen. Obwohl wir so viele Tote haben, statistisch geht das Alter immer weiter hoch. Wir sind jetzt bei 84 Jahren Durchschnitt. Das ist eine Seuche, die natürlich Menschen trifft, die wirklich am Ende des Lebens stehen. Nicht, dass ich damit sagen will, wir müssen nichts tun. Das ist aber in der Bewertung, wenn man die gesamte Gesellschaft im Blick hat, auch nicht ganz unerheblich. Ja, aber das finde ich ganz, ganz schwierig, unter ethischen Gesichtspunkten zu sagen, klar, wenn du in eine Triage-Situation kommst, dann sagst du, der ist 83, der ist 50, der 83-Jährige muss jetzt sterben. Das sind dann furchtbare Entscheidungen, die Ärzte treffen müssen. Aber ich glaube nicht, dass man gesamtgesellschaftlich so kalkulieren kann, die 83-Jährigen oder so, das nehmen wir jetzt in Kauf, dass die alle sterben. Das kann man nicht machen. Das will auch keiner machen, denn ich glaube, jeder will die Zahl der Toten so niedrig halten wie nur möglich. Nur wir müssen sehen, dass natürlich die jüngeren Menschen sich immer mehr die Frage stellen, hey, das ist eine Krankheit, die mich nicht trifft. Und bei den Jüngeren ist es halt so, dass da die saisonale Grippe teilweise sogar schlimmer wirkt bei den unter 40-Jährigen als Corona. Das heißt, die Gesellschaft droht da auch ein bisschen auseinanderzufliegen. Und wir müssen diesen Aspekt zumindest im Blick behalten. Und deshalb sage ich ja, wir müssen Alters- und Pflegeheime endlich vernünftig schützen, so schwer das auch ist. Und ich finde, da haben wir auch über Monate wieder der Sommer des Nichtstuns zu wenig getan. Wie geht das eigentlich? Ich habe neulich mit einer Freundin drüber geredet, die in Lateinamerika lebt normalerweise. Die hat mir erzählt, dass auf Kuba, ich weiß nicht, ob Kuba jetzt ein Vorbild für uns sein soll, aber nur mal um zu erzählen, wie andere. Sind die gut aufgestellt oder waren sie zumindest immer? Ja, die haben bei denen ist das so, Pfleger und Ärzte und sonst wie, die gehen ins Krankenhaus und bleiben 2 Wochen drin. Das heißt, eine Schicht dauert 2 Wochen. Du darfst das Krankenhaus nicht verlassen. Deswegen kannst du auch nichts einschleppen. Dadurch hätten die angeblich weniger Infektionen. Nun kannst du aber bei uns einem Pfleger nicht sagen, also dann wären die Gewerkschaften und der Rechtsstaat dagegen. Du arbeitest 2 Wochen, schläfst du jetzt im Krankenhaus an einem Arbeitsplatz. Also schwierig. Aber du kannst natürlich, wenn du jetzt viel Geld in Tests investiert, schon relativ sicher sagen, dieser Mensch, der da jetzt reingeht, ist infektiös oder nicht. Und wenn er nicht infektiös ist, sinkt das Risiko, dass er andere ansteckt, auf quasi wenige Prozentpunkte. Ja. Und da ist einfach zu wenig passiert. Ja, da gebe ich dir recht. Nee, und es ist natürlich auch so, ich habe ja nun auch 2 Söhne, das ist gerade für diese Generation ist das ganz schwierig. Also der eine hat Abi gemacht, der andere macht jetzt gerade, ist dabei, seinen mittleren Schulabschluss da zu machen und dann zu sehen, wie es weitergeht. Und ganz, ganz furchtbare Bedingungen, auch beim Großen keine Abi-Party, keine Reise. Immerhin hat er jetzt ein Praktikum und macht da gerade. Aber das ist alles unterirdisch für diese Generation. Eins muss man allerdings auch sagen, wir wissen bei dieser Mutation ja nicht, da gibt es ja jetzt Berichte darüber, dass vor allen Dingen auch kleinere Kinder extrem schwer getroffen werden. Da gibt es jetzt Beatmungsfälle, ein paar in Niedersachsen und so. Ich weiß nicht, ob das nur große Schlagzeilen waren oder was dahinter steckt, aber es scheint so zu sein, dass Kinder und Jugendliche auch schwerer erkranken bei dieser Mutation. Zumindest gibt es da erste Erkenntnisse. Wir wissen halt noch verdammt wenig über dieses neue Virus, aber das zeigt mir, glaube ich, auch, dass wir bald mit noch längerem Haar, zumindest ich, eine weitere Fortsetzung bekommen. Ja, vielleicht hilft das ja Corona, dass du wieder ein wallendes Haar bekommst. Ja, vielleicht, man weiß es nicht. Ich könnte mit dir jetzt noch Stunden weiter streiten, aber ich habe Angst, dass dann unsere Zuschauer uns verlassen. Und deshalb würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter, oder? Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Jens, mach's gut, bleib gesund, ne? Cam, ne? Lies mal deine Bücher da auf deiner Tapete. Mach ich hab schon alle durch, kauf mal neue. Okay. Mach's gut, bis dann, ciao.